mal von David Wilkerson gehört. David Wilkerson ist in christlichen Kreisen sehr bekannt. Er ist der Gründer der Times Square Church in New York, sehr bekannt für seine wirklich auf der ganzen Welt aktive Drogenarbeit. Und er ist auch der Autor von diesem Bestseller vor Urzeiten, Das Kreuz und die Messerhelden. David Wilkerson. David Wilkerson hat im Laufe seines Lebens, er starb im Jahr 2011 bei einem Autounfall, immer wieder prophetische Worte gehabt und die weitergegeben. Und häufig waren die von einer sehr großen Ernsthaftigkeit geprägt. Er hat also häufig sehr dramatische Situationen gesehen. Nun, ich habe jetzt einen Clip gesehen, jemand hat mir das weitergeleitet, aus dem Jahre 2008. Ganz offensichtlich hat er da zu einer Pastorenversammlung gesprochen und während er dort gesprochen hat, fing er an, im Grunde genommen prophetisch zu reden, ja, und eine Botschaft weiterzugeben, die exakt in unsere heutige Situation passt. Nun, 2008 war damals die Weltfinanzkrise, es gab große Schwierigkeiten, es gab unvorhersehbare Situationen, wie sich das Ganze entwickeln würde. Er ist in New York, da hat es natürlich die Stadt besonders auch getroffen. Und von daher ist diese Ernsthaftigkeit dieses Eindrucks auch zu verstehen, den er weitergibt. Er nennt das beispielsweise die schlimmste Krise in unserer Geschichte. Und er sagt, es ist nicht nur für USA, aus seiner Sicht damals gesehen, sondern eben auch für Europa und die ganze Welt. Und das ist genau das, was wir momentan erleben. Wir erleben die schlimmste Krise in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht haben wir das in Deutschland hier noch nicht wirklich realisiert, wie dramatisch die Auswirkungen weltweit sind mit der Corona-Krise. Aber in einigen Wochen und Monaten werden wir es auch hier sehen und werden es erkennen. Es ist eine gigantische Krise, die momentan über den Erdkreis geht. Es ist eine gewaltige, gewaltige Erschütterung. Und Ökonomen sprechen davon, dass es so etwas noch nie gegeben hat und Verwerfungen, Umwälzungen bringt, wo wir erst am Anfang stehen und überhaupt keine Ahnung haben, was wirklich im Natürlichen auf uns zukommt. Also ich denke, dass dieses Prophetie von David Wilkerson wirklich, wirklich, wirklich in unsere jetzige Situation hineinpasst. In diesem Wort, was er weitergibt, spricht er unter anderem von Ziklag. David in Ziklag, ich weiß nicht, ob du die Story kennst. David war mit seinen Kämpfern, das waren 600 Mann, unterwegs gewesen, hat gegen Feinde gekämpft und sie hatten so eine Basis, so eine Homebase. Das war die Stadt Ziklag. Da haben sie mit ihren Frauen und mit ihren Kindern gelebt. Und als sie jetzt von einem Zug zurückkamen, haben sie gesehen, die ganze Stadt ist zerstört. Alle sind weggeführt. Keiner war zwar umgebracht worden, aber sie waren alle weggeführt, die Stadt verbrannt. Und alles, was sie ihr Eigentum war, mitgenommen worden, geraubt worden. Und dann war eine schwierige Situation. Seine Leute wollten David sogar umbringen, aber er hat auf den Herrn geschaut, hat sich in ihm gestärkt und ist dann zu Gott gegangen und hat ihn gefragt, was soll ich tun? Und Gott sagt, jag den Feinden hinterher. Und letztlich endete das Ganze darin, dass es einen gewaltigen Sieg gab. Alle wieder zurückbekommen sind, die Frauen, die Kinder und ihr Eigentum und so weiter. Ein gewaltiger Sieg für das Reich Gottes. Davon spricht er als prophetisches Zeichen für das Reich Gottes, für das Volk Gottes, für die Christen jetzt in dieser besonderen Zeit. Er sagt, wir brauchen ein Wort, denn das war das, was David damals gemacht hat. Er hat den Priester befragt mit dem Ephod, was soll ich tun? Und wir brauchen ein solches Wort für uns. Das ist ganz entscheidend wichtig. Du brauchst ein Wort vom Herrn für dich, ein ganz spezielles, ein Rema-Wort. Und dann zum Ende seiner Prophetie, seines Vortrags, da macht er eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, die mich wirklich im Herzen getroffen hat. So, und ich möchte dir das jetzt einfach mit deutscher Übersetzung vorlesen. Etwas von Gottes Herz, was er mir gestern gab. Genauer gesagt, in den letzten paar Tagen. Die ganze Welt weiß, was gerade hier in den USA passiert. Wir sind mitten in der größten Krise unserer Geschichte. Und die Menschen überall, besonders in der Stadt New York, wo die Krise wie ein Damoklesschwert über den Köpfen hängt, haben große Angst. Ich habe gehört, dass Menschen nach Börsenschluss einfach zusammenbrechen. Sie fallen in Angst. Und dieses Problem gibt es nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa.
und auf der ganzen Welt. Gott tut das, wovor er uns im Voraus gewarnt hatte, dass er es tun würde, wenn die Sünde überhand genommen hätte. Genau das ist es. Er wird alles erschüttern, was erschüttert werden kann. Die ganze Welt zittert jetzt wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Und es wird so erschreckend werden, dass keiner von uns davon unberührt bleibt. Es wird uns alle treffen, jeden Prediger, jede Familie, Christen und Nichtchristen im gleichen Maß. Wir werden alle erschreckende Dinge sehen und erleben. Der Glaube vieler wird erschüttert. Viele werden vom Glauben abfallen. Sogar zu Jesu Zeiten verließen ihn viele, als schlechte Nachrichten kamen und die Zeiten schwierig wurden. Er sagte, viele. Die Bibel sagt, dass ihn viele verließen. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, wollt ihr etwa auch weggehen? Überall, wo ich hingehe, fragen die Menschen, gibt es ein Wort? Was wird als nächstes geschehen? Was sagt Gott? Und ich möchte, dass ihr wisst, von dem ich glaube, dass Gott es zu meinem Herzen sagt. Ganz besonders gestern Abend, als ich lief und mit ihm sprach. Ich las das Wort Gottes, denn das einzige Wort von Gott ist sein Wort selbst. Kein Ökonom, kein Evangelist, niemand sonst kann uns die Antwort geben. Wir müssen zum Wort gehen. Wir müssen zum Vater gehen. In 1. Samuel Kapitel 30 hat mich die Geschichte von David und seiner 600 Männer starken Armee sehr angesprochen. Sie erklommen den Hügel, der nach Ziklag führte, wo sie ihr Hauptlager hatten. Und es lag in Trümmern. Feuer hatte die Stadt zerstört. Seine Frauen, alle Frauen und Kinder waren von den Amalekitern verschleppt worden. Die Bibel sagt, dass David und seine Männer weinten. David war am Boden zerstört. Und seine Männer weinten den ganzen Tag und wahrscheinlich auch die ganze Nacht, bis sie keine Tränen mehr übrig hatten, heißt es. Lass mich dir etwas sagen. Du und ich, selbst der frommste Mensch, der meine Stimme hört. Es ist egal, wie berühmt du bist oder wer du bist. Wenn du siehst, wie diese erschreckenden Dinge auf die Welt geschehen, wird ein erster Funke von Furcht und Angst über dich kommen. Vor ein paar Tagen kaufte ich eine unserer national bekannten Zeitungen. Sie beinhaltet ein Bild der Welt und einen Menschen, der die Welt darstellt, welcher am Abgrund steht, kurz davor hineinzufallen. Und die Schlagzeile hieß, die Welt bricht zusammen. Das sind die Schlagzeilen. Eine große weltweite Wirtschaftskrise. Und als ich das zum ersten Mal las, zitterte ich innerlich. Ich sagte, Gott, so schnell, so plötzlich, wie konnte das geschehen? Obwohl so viele von uns das seit Jahren prophezeien. Und wenn es dann passiert, und du es siehst, überwältigt es dich. Und David und die Bibel sagen, lass mich dir zuerst Folgendes sagen. Wenn du meinst, ich habe keine Angst, dann hast du das ganze Ausmaß der Situation nicht verstanden. Es ist dieser erste Funke der Angst. Es gibt eine Zeit zu weinen, und das weiß Gott. Viele von euch, die mir zuhören, fragen sich, wo hört das auf? Wohin führt das alles? Was ist mit der Zukunft der Gemeinde? Die Bibel sagt, dass David weinte, bis er keine Tränen mehr übrig hatte. Doch dann kam eine Zeit und es kommt eine Zeit. Es gibt eine Zeit zu weinen und es wird eine Zeit geben, wo wir zittern. Doch Gott weiß das. Doch dann kommt eine Zeit zu kämpfen. David stand auf, keine Fragen mehr. Und die Bibel sagt, dass er sich selbst im Herrn ermutigte. Wir sind heute in eine Zeit gekommen, in der jeder Mann und jede Frau selbst ein Wort von Gott hören muss. Du kannst das nicht von irgendeinem großartigen Prediger bekommen oder von jemandem, von dem du denkst, dass der heiliger ist als du. Du musst in der Stille zu Gott kommen. David ging in die Stille und die Bibel sagt, dass er sich selbst ermutigte. Du kannst Predigen hören, aber du musst selbst direkt zu Gott gehen, so wie David. Ich muss selbst direkt von Gott hören. Ich muss mich zurückziehen mit Gott und seinem Wort.
und muss ihm erlauben, mich zu ermutigen. Ihr Lieben, es ist völlig egal, wer zu irgendeiner Zeit etwas prophezeit hat. Das ist alles Vergangenheit. Es ist egal. Du wirst bestimmt viele prophetische Stimmen hören, die sagen, die guten Zeiten sind vor uns. Nein, wir sind heute in der Zeit, von der Hesekiel, Hosea und alle Propheten sagten, die Zeit von Gottes Rache und Heimzahlung für die Gottlosen. Aber der Prophet Jesaja sagte, doch du bist sicher. Hier geht es nicht um das Volk Gottes, obwohl er dabei ist, seine Gemeinde zu reinigen. Es geht darum, direkt von Gott zu hören. Wenn du ein Pastor bist, deine Gemeinde, wie unsere, regelmäßig zum Gottesdienst kommt, was sagt Gott? Was ist sein Wort? David hatte 600 Männer, die nicht von Gott hörten. Sie wussten nicht, wie es geht. Doch dann gibt es die, die mit Jesus gehen und dies wissen, dass die Antwort da ist. Sie müssen die Menschen jetzt ermutigen mit einem Wort der Hoffnung und des Zuspruchs. David hatte den Priester Abiathar, doch der konnte ihm nicht helfen. Er hatte sehr intelligente Männer, einige der intelligentesten auf der Welt, in seiner kleinen Truppe. Sie konnten ihm nicht helfen. Es kommt die Zeit, in der niemand helfen kann und dir ein Wort zusprechen kann. David sagte zu Abiathar, bring mir den Ephod. In jenen Tagen sprach Gott durch den Ephod. Er erhielt ein Wort direkt vom Gott, nicht ein Prediger oder sonst irgendwen. Er erhielt ein Wort der Ermutigung. Gott sagte, ja, ich werde dich hindurchbringen. Eine Wiederherstellung kommt. Du wirst meine schützende Hand erfahren. Dieses Wort ist die Wahrheit. Ich lief also. In einem Moment werde ich hier beim Ende sein. Ich will dich nicht allzu lange aufhalten. Ich ging also gestern Abend mit dem Herrn spazieren. Und der Herr sagte, David, du predigst seit 55 Jahren überall auf der Welt, wie Gott die Kinder Israels aus Ägypten und durch das Rote Meer führte. Und über den Feuerofen und wie die hebräischen Kinder befreit wurden. Du predigst, wie Daniel aus der Löwengrube befreit wurde. Seit 55 Jahren predigst du über diese Art Befreiung. Und jetzt stehst du einer noch nie dagewesenen Prüfung deines Glaubens gegenüber? War das alles nur eine Farce? Hast du als Prediger des Evangeliums 55 Jahre lang verkündigt und jetzt funktioniert es nicht für dich? Und ich fing an zu erkennen, dass die Spötter in den letzten Tagen zum großen Teil aus der Gemeinde selbst kommen werden. Sie verspotten Gottes Wort. Sie werden sich vom Wort abwenden, weil sie sich nicht zu Gott hinwenden. Sie werden Gott gegenüber verbittert sein. Das wird geschehen. Doch wo sind die Davids, die sich mit einem Wort von Gott erheben? Sie wurden geprüft. Ich wurde auch geprüft. Meine Familie, Krebs und jede Menge Angriffe aus der Hölle. Doch jetzt ist Gott am Werk. Ja, das ist das Handeln Gottes. Ich glaube, dass die Bibel sagt, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott sagt, verhöhne mich nicht jetzt. Verspotte mein Wort nicht. Steh auf. Ich habe dir dieses Wort gegeben. Gott wird seine Gemeinde hindurchbringen. Ich höre, wie Menschen sagen, naja, wir sind doch alle im selben Boot. Nein, sind wir nicht. Als Christen sind wir tatsächlich in einem Boot. Zwar der Arche. Es ist eine Arche der Sicherheit. Gott wird sein Volk sicher durch den Sturm bringen. Es kann durchaus schwierig sein, das Boot kann schaukeln. Stürme und Gewitter werden nicht ausbleiben. Dennoch hält Gott sein Wort. Gott hat alles unter Kontrolle. Ich bitte euch in dieser Versammlung, aus Predigern und ihren Ehefrauen, aufzustehen. Hebt eure Hände und dankt Gott für seine Treue. Er wird seine Gemeinde hindurchbringen. Der Heilige Geist wird sich bewegen. Gott ist es, der sie bringen wird. Er wird viele, viele Menschenmengen erwecken. Er wird die aufwecken, die kalt und gleichgültig waren. Er wird seinen Geist genau dort hinein ausgießen. Heb deine Hände, steh auf, heb deine Hände und danke Gott für seine Verheißung. Und bitte Gott, deinen Glauben zu stärken und dir ein Wort zu geben, damit du vor deiner Familie bestehen kannst, vor deinen Freunden,
Du kannst so stehen, wie David es tat. Die ganze Armee von 600 Männern erhob sich aufgrund des Glaubens eines einzigen Mannes. Das solltest du sein. Gott segne dich. Vielleicht verstehst du jetzt, warum mich dieser Clip so sehr berührt hat. David Wilkerson hat dieses Wort empfangen, 2008, wie gesagt, und an uns weitergegeben. Und es passt genau in unsere jetzige Situation. Es ist wie ein Wort, was jetzt ein absoluter, wie ein Donnerschlag hineinkommt in unsere Situation. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir so denken, wie die Welt denkt, genauso ticken, wie die Welt tickt, die gleiche Angst hat, wie die Welt Angst hat, sondern wir müssen die Reichsgottesperspektive bekommen und sehen, jetzt ist die Zeit gekommen, dass Menschenmengen gerettet werden. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass das Volk Gottes sich nicht versteckt oder depressiv ist, sondern wie David mit seinen Leuten aufsteht und dem Feind hinterherjagt, um die Beute einzunehmen, um den Feind zu besiegen. Wir müssen vorwärts gehen, Reich Gottes bauen jetzt. Ja? Menschenmengen warten darauf, gerettet zu werden. Dieses Wort hat uns sehr berührt, wie ich schon sagte, und wir glauben, es ist jetzt eine Zeit, eine Stunde gekommen, für das Volk Gottes hineinzugehen in eine Bestimmung, die der Herr schon seit langem für uns hat. Und das ist etwas, wo ich dich zu einladen möchte. Bleib nicht hocken in irgendeiner Depression, in irgendeiner Angst, in irgendeiner unglücklich sein oder Welt geht so schlecht, sondern fang an, jetzt das Wort der Erlösung weiterzugeben. Fang an, auf den Herrn zu schauen. Fang an, ihn zu suchen, dein persönliches Wort für diese Situation, dein Rhema-Wort zu empfangen und vorwärts zu gehen in das, was der Herr für dich hat. Ich glaube, dass für das Volk Gottes in der jetzigen Stunde die beste Zeit vor uns liegt. Ja? Nicht im Sinne von, wir sind alle zufrieden und Frieden und Wohlstand und alle sind happy-clappy. Nein, sondern wie in der Urgemeinde. In all den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, in den Kämpfen, von Sieg zu gehen und in der Kraft Gottes vorwärts zu gehen und Menschen zu retten, damit sie für Zeit und Ewigkeit mit dem Herrn der Herren und dem König der Könige verbunden sein werden. In Ewigkeit gerettet. Das ist es, wozu du und ich berufen sind, dieses Wort der Erlösung weiterzugeben. Lass dich dazu motivieren, lass dich dazu einladen. Die besten Zeiten für das Volk Gottes stehen uns bevor. Es sind Zeiten, die große Herausforderungen bringen und es sind Zeiten, die gewaltige Siege bringen. Und ich bin sicher, Gott hat viel, viel mehr für uns, als wir momentan sehen können. Lass dich ermutigen dafür, mit mir zusammen hineinzugehen in das, was Gott für uns hat.